1965 kam Bob Dylan mit Like a Rolling Stone. Was machte die Faszination dieser Aufnahme aus? Viele sagten, die Orgel, die da gespielt wird. Und wer war es, der die Orgel spielte? Al Cooper, der später mit Blood, Sweat and Tears Riesenerfolge feiern konnte. Alte Reg Presley-Nummer von den Trogs Wild Thing gibt es in einer Neufassung. Da staunst du richtig. Ich glaube, ich sollte mal unbedingt mal reinhören. Wild Thing auf Deutsch von Wolfgang Niedekens Bapp. Und das geht so. Ich mach den Ohr und den Glück und
Vater Tim, die Welt nimmt mich, versteht ich liebe Nuss, wenn ich mit anderen wieder ums Rockner wege. Die Mange packet nicht mehr und war auf der Bühne, freier Krieg, ich werde mich in die Rede, vor der Grenze zu verleihen. Thank you.
Hey, vielen Dank. Ihr seht gut aus. Hey, schönen Abend, Köln. Haben wir gestern schon mal für heute geübt, ne? Ich glaube, ich habe schon zwei gesehen, die gestern auch da waren. Können auch drei sein, keine Ahnung. War schön gestern übrigens. Die ganze Nacht nicht geschlafen, weil es so schön war und ich die ganze Nervosität im Traum abarbeiten musste. Gestern waren Leute da, irgendwie von Liverpool bis irgendwo in Norwegen, von der Schweiz, aus Österreich, aus Holland, aus Belgien, also von wegen alles nur Kölner. Weitgereiste Menschen aus den neuen Bundesländern. Aus Leverkusen, klar. Okay. Ware Wäsche, Moselstraße beim Chat. Steht hier ausnahmsweise, klar. War mal extra bei Jan Snap. Sowieso Uptauer. Wird man lebt. Wenn man nur der ganzen da, wenn der junge Limo am Bildschirm steht. Jede Viertelstunde Bus, stech wer in, stech wer aus. Von Viertelstunden ist Jan schön lang und ist ein Warens. Mann, oh Mann. Sonja, hey, das war vorbei. Ich hab schon kommen sehen, zieh den Niete mit der Lieschen Anfang Mai. Ich glaube ihr Mutter, klar Mann, ihr alles war dann schuld. Ihr Sonja könnt ja besser sein, Fels. Naja, was soll's? Ich könnt der Jürgen mit Messer. Singen blauer in und sechs Jahre vor. Und dann mach mal einen Druck. Jürgen, ist nach, hält uns keinen auf. Nicht wie so ein Zimmer. Sowieso nur 9 Stunden.
Young red Jürgen, die Schnarre ist alles brennt. Bis nach der Jede, bis nach, sind wir wieder wer. Denn nach Südbad, Rob und Rapp, und in der Stadt, kreuz und quer. Definitiv kein neues Stück. Das ist das älteste, was wir überhaupt drauf haben. Das älteste Bab-Stück überhaupt. Mit dem fing das an. Wir spielen das erstmal und dann erzähle ich weiter, okay? Ihr kennt das ganz bestimmt. Problematiken. Bernd hat über den schönen neuen Bass in Rot-Weiß. Well, we are in a forest, and the main statue on him hangs. And the deck of the coffin, and the schnicks me the himmels, and the cana is the middle of the cell. Kann er keiner verzählen, der nur selber. Und warum schafft wird alles wieder gut, wieder gut. Und man weiß, dass du willst, ja. Und du löst die ganze Stadt ab. Und du meinst, da mal da einer sind, der du kennst. Dann kannst du machen, was du willst, Jung. Doch bin's allein. Da kannst du nichts dran machen, Jung. Weiß, wo du ihn sein. Zählen nur noch selber. Und mal uns ab, wird alles wieder gut. Wieder gut. Kennt ihr den Text? Nochmal, komm. Das Akzent voll. Yeah.
gamle kæg. Du fortæller mig noget sager. Hun var den samme ved Anders Peter Jord. Peter Jord. Du gamle kæg. Du fortæller mig noget sager. Hun var den samme ved Anders Peter Jord. Nicht nachlassen. Bekannter kender, du fortæller dig noget sæver. Du var den samme fedt, alles ved at jord, ved at jord. Wunderbar! Hätte erst dann immer so geklappt. Wunderbar! Also die Geschichte war tatsächlich die, ich sitze zu Hause in der Teutoburger Straße rum und üblicher Liebeskummer und abends nicht so genau den Plan, was mache ich denn jetzt? Und ich versuche dieses Stück, das ihr vielleicht kennt, von Neil Young, Cowgirl in the Sand zu spielen, ohne dass ich mir die Akkorde raushören kann von dem Album, weil ich hatte es nicht. Ich kannte das Stück nur und komme irgendwie nicht weiter als bis zum dritten oder vierten Akkord und habe so lange rumgefummelt und probiert, weil die ersten beiden wusste ich genau, dass irgendwann sich mein Liebeskummer auf diese Akkorde legte und ja, und dann war auf einmal dieses erste Stück da und mein Freund Hans Heeres, mit dem ich den ganzen Kram angefangen habe, kam ein und sagte, das ist Jod, Jung, musst du mich von machen. Haben wir gemacht. Ich spiele jetzt erstmal das Stück, was davor war, ja? Wir spielen erstmal das Stück, was von dieser ganzen Zeit erzählt, die da dann natürlich anfing. Und das ist so eine Art Blitzlichter-Aufnahmen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, kennt ihr in Köln aus wahrscheinlich. Ja, Bonner Straße endet kurz vor dem Verteilerkreis Arnoldshöhe. Das ist eine Bushaltestelle. An dieser Ampel erfuhr ich beispielsweise aus dem Autoradio nach einer Probe, dass Elvis gestorben ist. Also da ist ja nicht in Graceland gestorben, sondern Köln-Arnoldshöhe beispielsweise. Und viele dieser Geschichten zusammengenommen finden in diesem Stück hier statt, was wir jetzt spielen wollen. Das ist der Titelsong des Albums, auf dem wir nochmal ein bisschen die Songs aufbereitet haben. 3x10 Jahre, okay. Stadt. Gehen so, versteht jetzt, verstehst du das, Jung?
schon nicht mehr an. Wo sind Limousine, Bühne und Zelt? Und ja, fürs Wetter, die ja bis was verzählt. Die Straße ist endlos und irgendwann lang. Gott sei Dank. Immer 10 Jahre, wo sind die ja hin? Den Engel geflogen, der Erde wird. Immer 10 Jahre, alles riskiert. Der Glas ab die von uns steht hinter sich an. Wir sehen uns wieder im Bohr im Bann. War da allerdings noch bei Immer 10 Jahre, wo sind die ja hin? Mit Engel geflogen, geht der Wind. So ein Blitzlicht aus diesem Stück gerade ist, ist das von diesem Album, das 1976 in mein Leben trat, weil ich Zivildienst gemacht habe mit einem absoluten Bob Dylan-Wahnsinnigen, der mich unbedingt auf den neuesten Stand bringen wollte, weil ich hatte von 70 bis 76 mich überhaupt nichts mehr gekümmert, was mit Musik zu tun hatte. Ich war ein fleißiger Kunststudent und habe Bilder gemalt, bin in Vorlesungen gegangen. Und dieser ganze Musikkram, das war Kinderkram. Und der Mann hat mir so viel von dem erzählt, was in den 6 Jahren passiert ist, vor allen Dingen von diesem Desire-Album, ja, dass ich mir das zugelegt habe. Und ich war plötzlich wieder am Fliegenfänger und habe versucht, diese ganzen Stücke rauszuhören und habe die gespielt. Und was soll man sagen, viele dieser Desire-Stücke wurden dann irgendwann sozusagen besetzt, ja, wurden zu Bab-Stücken, merkwürdigerweise, kamen auf einmal Stücke raus. Und ich freue mich sehr darüber, dass wir wenigstens für einige dieser Auftritte, dieser Tournee, die Anne de Wolf dazu gewinnen konnten, damit wir mal endlich was vom Desire-Album ordentlich spielen können, so wie der Meister sich das gedacht hat. Ja? Wo ist denn Anne de Wolf zum Beispiel? Die würden wir jetzt zum Beispiel gerne euch mal vorstellen. Hey, wo ist sie? Wo ist Berlin? Hey! Das Schöne war, im Klotischeck war dieses Stück, das wir jetzt spielen wollen, das so lang ist, dass es nicht auf eine Seite von der Single passt. Es war trotzdem in der Musikbox und man konnte damit wunderbar Clemens letzte Runde ausbremsen, wenn man beide Seiten gedrückt hat. War geil. Wunderbar. Okay, erkennen Sie die Melodie? Thank you.
blame for something that he never done. When he made a prison cell for one time, he could have been champion of the world. Everybody's lying there, as bad as you see. And another man in battle moving around mysteriously. I was only robbing the register, I hope you understand. I saw them leaving, he said, and he stops. One of us a better call the cops. And so Patty called the cops. And they arrive up on a scene with the red lights flashing in a hot and trashy night. In another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. Number one contender for the middleweight crown. Had no idea what kind of shit was about to go down. But I got him over to the side of the road, just like the time before and time before that. It patters on the chest the way things go. If you're black, you might as well have show. Up on the street, that's you wanna draw the heat. Der führt über es im Wald und heißt ein Axtbell. Ich stelle für die Frau auch dabei. Ich stelle für den Kerl, komm ja, bei Schokolade. Den trüge Messer und schon hing er an der Bein. Ja, was denkst du dann? Denkst du machen, Mann? Sag mal, wie ist der Tisch? Oder ist er dann die Frau im Stich? Stelle für, stelle für, stelle für. Stelle für, stelle für, stelle für, stelle für. Stelle für, stelle für, stelle für, stelle für. Stelle für, stelle für, stelle für, stelle für. Jetzt müssen nämlich wir flippt das Schokolädchen. Zweites Date, ich war der Beste, der fertig war. Drittens bin ich in der Siegpark, Rest beim Schlag. Viertens geh mal mit Dorf, die Schöpfe ran. Fünftens Date, ich stand. Hör's ein hoher Mann. Sechstens sowieso. Weil ich der Quiz, oder will ich wohl, juhu. Stelle für, stelle für, stelle für, stelle für. In their coats and their ties, I'm free to drink martinis and wash the Sarahs. My room is just like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. That's the story of a hurricane, but it won't be over till they clear his name. And give him back the time he's done, put him in a prison cell by one time. It could have been the champion of the world. Stell dafür, stell dafür, stell dafür. Wo seid ihr? Stell dafür, stell dafür, stell dafür, stell dafür.
Ich meine, wenn man schon mal... Wie jetzt? Was ich ja auch mal sagen wollte, ist, dass es ja eine schöne Gelegenheit ist, wenn man die Anne schon mal dabei hat, dass man das folgende Stück dann auch mal endlich mit dem richtigen Solo spielt. Dann ist das eben.
Könnt die Heizung jetzt ein bisschen runterdrehen? Können wir auch. Kann auch Aufguss machen oder so. Okay. Das hier ist ein Stück vom Comics and Pin-Ups Album. Ein Stück von einem Typ, der alles im Griff hat. Also überhaupt kein Problem mit, dass sie weg ist, weil an und für sich hätte er das sowieso im Griff und dann ist alles in Ordnung. Ja? Das ist die Version vom neuen Album von An und für sich. An und für sich ist schön geworden. Es ist dann, dass ich dich noch vermisse und ich sing nur noch für der Gäste. Nächte lang, das wirklich nie wohl. Baby, ich sage dir, hör ja zu. Ab und zu sind andere Frauen da. Ab und zu, ja, ich gucke schon klar. Jo, ich trinke jetzt ein paar Apfelmin. Doch was soll, hätte ich nie wie wie. An die ganze Boot renoviert, wo doch Zink und ich sage dir, es ist rentiert, ist nix wie was so dunne mit dir, nur im Flur, da verstimmte Klavier. Oh,
Hey! Und das Schöne ist, sie kommen gleich nochmal wieder. Okay? Okay? Okay, das hier kennt ihr, auch ohne Geige. Okay?
Das muss heute Abend so laut werden, dass man das in Portugal im Trainingslager hört. Hey! Die Tourenfahrt vom Schuster war unser Fußballtor. Um Winter wie im Sommer, der Papst am Boxevor. Klein Pelis, den Hans Schäfer spielten hin. Geil! Im Bäckerei, im Wirtschaft, macht Hosen Milchschüss Chef. Die Musikbox vom Wirtshof. Wochenlang Stadtgespräch, Wellen unerhörte Blatt, nur noch lief der Jansender, der Mietzender war der Sport. Da hat auch nichts wie Dessert. Und wem aber irgendetwas passiert. So jetzt haben noch keiner hey, gehört. So tief hat noch ja nichts berührt. Maria Lopez ist es. Straße war hin, der schwarze Haar und 17, Helie in Spanierin. So lang noch nicht bei hier brand, sehen wir an der Blockchen an. Marie Stund und jeder war noch wieder. Jetzt ne Kopfschock, dann wird's ein Knall, die jedet noch. Seid ihr noch da? Ja! Du war
Ich glaube, das hat man bis Madrid gehört. Portugal ist ja noch ein bisschen weiter. Das nächste Stück muss definitiv im Trainingslager in Portugal ankommen. Definitiv. Es ist auch ein bisschen tröstlich. Das hat uns ja ab und zu schon mal ein bisschen geholfen, ja? Okay? Seid ihr bereit für den Klatschmarsch? Okay, jetzt Günther. Hey! Habt ihr mitgekriegt, auf dem Album haben wir ja einige Gäste dabei. Ne? Also ja. Wir haben mal so geguckt,
wie wir alles im Laufe der Jahre, wo wir mit der neuen Besetzung unterwegs sind, wie wir alles getroffen haben und ins Herz geschlossen haben und wo wir uns vorstellen konnten, denen können wir was machen. Es sind auch welche dabei, die wir schon ein bisschen länger kannten. Und mit dem Mann, der jetzt als nächstes hier hinkommt, haben wir schon länger zu tun gehabt. Ihr erinnert euch an dieses Album, wo wir die Hits von 1979 bis 95 drauf hatten, das sogenannte Wahnsinnsalbum. Das haben wir mit einer jungen Band, mit einer damals noch sehr jungen Band aus Münster aufgenommen. Jedenfalls mit dem Trommler, mit dem Gitarristen und dem Bassisten. Das sind die H-Blocks. Und blöderweise ausgerechnet der Henning konnte natürlich nicht dabei sein, weil wir selbst einen Vorsänger hatten. Ne? Und den Henning haben wir immer wieder getroffen, die ganzen H-Blocks, immer wenn wir die auf Festivals getroffen haben, immer große, große Liebe. Und es wurde natürlich Zeit, dass er mal führend bei uns singt. Henning Kumerus! Henning Wieland! Hey, auf! Hör mal! Ich weiß gar nicht, ob das euch schon jemand gesagt hat. Herzlichen Glückwunsch erstmal, so sagt macht man ja normalerweise, und mir eine große Ehre, dass ich dabei sein darf. Bei so einem Publikum kein Wunder. Hör mal. Kalle, wie geht es euch? Das Stück hier, dieses Stück hier haben wir auf dem Album nicht mit ihm gemacht, aber das, was wir danach spielen, das haben wir schon mit ihm gemacht. Das hier handelt vom Runterfahren nach Marokko und vom Rübersetzen und mit einer Vorfreude, kleiner Reisebericht, im Voraus geschrieben, ich gebe es ja zu. Rüber nach Tanger, rüber nach Tanger!
bisschen mehr. Im Kalle ist jetzt bloß Verkehr. Das Stück hier haben wir auch auf dem Album. Das ist das Stück, das ich geschrieben habe, den Text nach diesem Arschu-Ding hier in Köln auf dem Globischplatz, wo anschließend Gott weiß wie viele aus der neoliberalen und konservativen Ecke rumliefen und sich brüsteten damit, dass das mit dem Neofaschismus in Deutschland ja gar nicht so schlimm wäre. Das wird man ja dran sehen, dass so viele tolle Künstler sich dagegen einsetzen, so viele Menschen auf die Straßen gingen. Also Neonazis gäbe es praktisch gar nicht. Und das Beste war, als dann damals der Kohles abgelehnt hat nach den Mordanschlägen von Solingen in unserem Namen. Tatsächlich, er hätte mal was in meinem Namen tun können, in die Türkei zu fahren und bei der Trauerfeier dabei zu sein. Das wäre gut gewesen, war nicht so. Es gab dann dieses Stück hier. Und der Henning bringt das zum Ausdruck, wie widerlich dann war. Sehr gerne. Die Männer im Tee,
Umbauten finden statt, massive Umbauten. Beispielsweise kriegen wir Sitzgelegenheiten gebracht. Aber wir haben gelernt, dass das modern geworden ist, dass man sich mitten im Konzert mal einen Schlag hinsetzt. Wir hatten eigentlich gedacht, wir bieten euch das auch an, aber bei der Tonfilmtour haben wir so viele böse Briefe geschrieben, was wir uns eigentlich denken, wie alt ihr seid oder wenn ihr jetzt und okay, es müsste eben drei Stücke lang stehen. Da sind wir mit klar, gut. Okay? Das hier ist ein Stück, das wir ursprünglich mal auf dem Usteschnigge-Album hatten. Ihr erinnert euch vielleicht noch an dieses schöne Cello, das der Steff immer gespielt hat, ja. Und das ist die Geschichte von einem Typ aus dem Johanneshaus in der Hannostraße, der morgens gerne im Klotischeck erschien, wo er wusste, dass der Clemens immer, ja, schon mal dessen Kaffee und Käsebrötchen abgedrückt hat. Und manchmal waren auch da Typen von dieser Band und da gab es auch schon mal was. Und der hat natürlich einen Trick drauf gehabt, ins Gespräch zu kommen. Und irgendwann kam er mit dieser Geschichte, wo er mir erzählte, weil er meinen kleinen Bonsai-Schäferhund gesehen hatte. Er war wirklich nicht groß, Blondie war nie groß, wirklich nicht. Kam er auf mich zu und sagte, hör mal, der Schäferhund ist der beste Freund des Mannes. Mir hat man in Alaska einen das Leben gerettet. Ja, ein Brötchen für. Okay. Ich will Jupp. Oh,
special on the stock, the shot and lots, fucking me. Das war eine Bratsche und dein Geige und auch dein Cello war eine Bratsche. Jetzt kommt, glaube ich, der härteste Teil für euch. Jetzt müsst ihr unfassbar leise sein. Das ist das leiseste Stück, was wir heute Abend spielen. Und die Anne ist wirklich tapfer. Sie singt den Part, den Merritt Becker auf unserem Album singt. Sie ist in die Bresche gesprungen. Gestern hat es funktioniert. Hey. Okay. Lass dich lieber los, da wo du bist, bin ich endlich so.
bloß mal für Aufbauten finden statt. Sind nicht etwa der Tisch eines Zauberers, nein. Ich habe das gelernt, es ist ein Turntable, ist da drauf, wo Schallplatten mit kaputt gekratzt werden und wo man Sachen einspielt und alles Mögliche. Die Geschichte zu dem ganzen Theater geht so, weil wir ja die Stücke ausgesucht hatten für dieses Album und es war auch dieses auf der Liste, dass wir sehr, sehr, sehr selten live gespielt haben, ein Stück vom Allmänner Allglatt-Album. Und wir wollten das irgendwie besonders hinkriegen, wir wussten aber nicht, mit wem wir es machen sollten. Und irgendwann kam einer und sagte, da gibt es diese Band, die spielen auf dem Summer Jam am Fürdinger See. Sollen wir angucken gehen, das könnte sein, dass das gut wäre, wenn wir das mit denen machen würden. Wir kannten die überhaupt noch nicht. Und dann ist der Produzent, Wolfgang Stach, ist dann rausgefahren zum Fürdinger See und kam ganz begeistert wieder. Es verging dann ein bisschen was, es waren Sommerferien. Und auf Naxos erzählten mir Berliner Kids, erzählten mir Culture Candela, wäre mega geil, das wäre super. Und im Moment vielleicht, das war tatsächlich doch was. Und dann auf dem Ringfest spielten die wieder, da bin ich dann auch immer hingegangen und ich war von den Socken, ich fand das fantastisch. Dann haben wir dann gefragt, ob das ginge, ob sie sich das vorstellen könnten mit uns oder für uns dieses Ding umzustricken. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir ihnen das komplette Band dieses Stückes von 1986 geben und macht mal. Macht mal so, wie ihr sonst auch macht. Macht da mal irgendwas. Also ihr habt alle freie Hände. Sagt dann Bescheid, was wir noch tun können darauf. Und das haben wir dann gemacht. Irgendwann standen sie dann bei uns im Studio und es ging ab. Es ging unfassbar ab. Es war einer der schönsten Tage im Studio und muss ich glaube ich noch öfters haben. Und heute wird wahrscheinlich das einzige Mal, vielleicht in Berlin nochmal. Stimmt überhaupt, wir sind aus Berlin, genau. Also ein Culture Candela ist schon da. Das ist der hier. Jawohl. Und ich habe so lange gelabert, weil irgendwie, man muss ja ganz viele Mikrofone muss man ja auf die Reihe kriegen, dass das alles klappt. Insofern frage ich jetzt mal, ist technisch alles gut, alles wunderbar? Wir könnten also theoretisch anfangen. Okay, dann wollen wir noch anfangen. Yeah, time is cash, 2006, yeah, time is cash schon. Zeit ist Geld, doch wir haben von den beiden leider kein Abonnement. Dennoch fragen die Leute, hör mal, was ist denn das? Wir sind Culture Candela und das hier sind wir. Komm und fing an im Charter-Check. Oder besser wollt ihr ein Handy-Check? Mann und mein Mann, geht mit 5 Hektar. Hallo? Deine beste Platz ist auch am Jahr. Sind zwei für über your Zeit lang. Was ich denn da? Und er ist aus der Gang-Klo. Time is cash, time is money. Solange Julia die Haare füllt, ist sie nicht
singen, Respekt und Stimme. Weiterer Umbau. Und zwar kommt hier noch ein Mikroskop hin für eine Dame, die normalerweise einer Band singt, die heißt Die Happy. Das ist die Marta Jandova und mit der don't know where she is. Hey, no! Marta! Hey! Ach genau, du bringst das Mikroskop ja Hand in der Hand mit. Wunderbar, Hand dabei. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Ich versuche mein Bestes. Ich muss auch sagen, ihr habt noch nie vor so vielen Leuten gespielt. Ach komm. Was? Wurde ich ja zick, komm.
gnadenlos heiß, viel zu heiß für Anfang September. Klar, glaub mir, ich weiß, du hast recht, obwohl das gar nichts ändert. Wackelt sich für, als ob man in der Sauna sei, sind frisch nach dir und immer noch mal heim. Frag mich was und ob du überhaupt jetzt runterdrehst. Ab und so küsst du zu nah an mir vorbei. Lena, 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 sag mir, was soll ich noch sagen? Viel, unendlich viel wurde gesagt und zu viel dann in Wörter. Und für ein Fussigas hat sich in viele Stunden die Dulce wohl und im Zahn der Flamme erzielt so hoch und wild war dunkle Wolke am Horizont. Lena, hör so, wie quält haben wir uns die Luft? Lena, 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 sag mir, was soll ich noch sagen? Lena, 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 sag mir, wo du mir noch warten? So lange, bis dann ist der Donner kracht. Die ersten Regentropfen fallen, der Blei. Komm, Freude, du, Lena, der Renn ist wie für uns gemacht. Und das mit mir, und wer das hin muss schreien. Oh,
Stelle für die Bandvorstellung ist das hier. Das mache ich jetzt auch. Fangen wir an mit Werner. Werner Kupan am Bass. Das Fundament selbst. Steh. Am Schlagzeug. Jürgen Schiller. An den Keyboards haben wir einen Mann, den seine Freunde MC Wet nennen. Er hat viele Freunde. Michael Nass! Hey! Und an der Gitarre haben wir natürlich Helmut Krominger. Der wir wollen uns verstecken, uns die Wunde lecken, sind wir nicht von Amtsinn. Oh Gott, man wird der blöde Stein von weißen Männern, das ist irgendwie von Amtsinn. Und Ankerstück vom Songs-Album. Das ist das Stück, das von dieser kleinen Straße in der nördlichen Kölner Altstadt handelt, wo heute Musikhochschule ist. Viele von der WDR Big Band haben da studiert. Wunderbar, aber die Straße war mal sehr, sehr schön. Es war mal was sehr Lebendiges. Und die Zeit ist natürlich so weggegangen, vor allem die Nord-Süd-Fahrt. Erfreulicherweise hat dann der große Kölner Fotograf Stagesheimer die Straße noch so fotografiert, dass man sie noch sehen kann in diesem Buch unter kahlen Bäumen. Und Heinrich Böll hat dieses wunderbare Nachwort geschrieben. Und unser Freund Silvius Birdey hat dafür gesorgt, dass das Buch nochmal aufgelegt wurde. Aber es ist auch schon vergriffen. Ja, das Ding ist für die eben genannten und heißt unter kahlen Bäumen. Obsession.
früher hab ich mein Geschäft gelernt. Da hat sich ein Mädchen in mich verhört. Ja, ja, ich will es auch. Ich mag klar, das verkauft. Dann so direkt geschaut. Mal wie drauf. Nicht die Ohren zieht. Im Bild zwischen Bräugen und Bosch. Kein Mensch im Sirenierchen. Ein Traum, wo hab so vergossen. Wird ruhig noch was sein. Ganz geheimlich verlöse ich dann. Ohne Aktion, inkognito hassen vorbei. Offiziell, die Mädchen. Bei den Vorzählen an Tag bereit. Riech nur sie, kommt mit und schreit. Ein Holladi und Lanzen bis kalt. Auf Vergeltung wohl zittert für Leid. Der Kristall. Yeah.
und es roll. Die Kronplatte scheint per Zeitung spazieren rennen. Radio Röhre versucht anzustellen, die Prozess. Überlauf sich los, man wird geschnitten. Wenn ich jetzt nicht schon wieder an, dann suchen wir es sich dann. Yeah.
Das ist eine Art Liebeslied, allerdings für eine Sprache, die man mir nicht ausreden konnte. Und ich werde das Stück heute Abend, der Mann weiß wieso, mein Freund Oliver widmen. Okay. Yeah.
die wir ähnlich aufgenommen haben auf dem Album, wie die Urfassung waren. Es gibt einige Stücke, die haben wir sehr radikal verändert. Bei dem Stück hier ist was passiert, irgendwann im Laufe der Zeit, wo wir in dieser Besetzung hier unterwegs waren. Ich habe am Anfang die Setliste einer Tour vorgeschlagen und dann sagte er, willst du das wirklich wieder spielen? Ich sage, was ist falsch damit? Ja, dann kam die Antwort, hast du nie gemerkt, dass dieses Stück textlich vom Autofahren handelt und musikalisch vom Bremsen? Und überlegt, und das stimmt, das stimmt wirklich. Also dieses Stück hier handelt vom Nachhausefahren, damals als wir auf diesen unglaublich raumgreifenden Tourneen waren, wo wir so bis Wuppertal gekommen sind und dann nachts über die deutschen Highways tagelang bis nach Köln gefahren sind und die Autobahn war plötzlich nicht mehr uns, da waren irgendwelche anderen Idioten drauf und die Gassi Stelli noch. Und ich habe damals wirklich gemeint, man muss das so wie Born to Run oder Thunder Road mäßig, muss das gebrüllt werden. Und die Band meinte, man muss unbedingt ab und zu schlaue Toto-Kleinigkeiten einbauen und hey, the break und da noch eine und da und immer stand dann auf der Bremse. Und wir wollten das Stück natürlich auf das Album tun, also haben wir gedacht, was machen wir? Wir schmeißen das erste Mal alle Breaks aus und alle Kleinigkeiten und lass es einfach mal laufen. Von Düsseldorf laden heißt Siegler, wir haben ein bisschen Kraftwerk gehört und ja, und dann hätte das geklappt. Das hier ist die neue Version von Freu, ich freue mich. Das Schöne ist, das läuft jetzt auch im Radio. Doch, was läuft denn in dem Radio? Yeah.
Okay, es geht. Einer, der im Studio zu Gast war, auf den wir wirklich sehr spät gekommen sind. Weil bei dem Stück muss man wirklich lange überlegen, wen nimmt man dafür, was ist nicht voraussehbar. Und dann haben wir das Folgendes überlegt. Die Fantastischen Vier sind die Ersten gewesen, die das Hip-Hop-Bereich und den ganzen Rappen auf Deutsch gemacht haben, dass man was versteht. Und wir fanden das immer sehr klasse, was sie gemacht haben. Thomas D. irgendwann mal auch auf dem Neumarkt gesehen mit seinem Solo-Projekt Son Goku. Und ich wusste, der rockt auch gerne. Und er sieht sich nicht nur als Rapper mit ganz schnellen gesprochenen Texten und so, sondern er singt auch sehr gerne und er rock'n'rollt auch sehr gerne. Da ist ein ungeheuer lieber Kerl, das habe ich gewagt anzurufen. Und er sagt, ja, schick mal vorbei, was willst du denn da machen? Und da habe ich ihm das vorbeigeschickt, auch den Vorschlag, was er denn auf Hochdeutsch singen könnte. Und dann war sofort, nachdem er das Demo gehört hat, war die Antwort, ja, da musst du aber auch Hochdeutsch singen. Sonst ist das ja blöd, das müsst ihr jetzt endlich mal alle verstehen, worum es geht. Das weiß ja keiner, worum es geht bei dem Stück. Da habe ich gedacht, okay, da wir so viele gute Erfahrungen schon gemacht haben mit den anderen Kollegen, okay, ich versuche das mal, habe ich den Text noch auf Deutsch runtergeschrieben, aber keine Angst, heute Abend werde ich schön am Kölsch bleiben und Thomas D. singt das Ganze so, wie er meint, wie das richtig war. Das ist richtig, Thomas D., hey! Oh. Yes, genau. Guten Abend, Köln! Herrlich! That's right. Wir tun's! Was eine Stimmung, Leute. Wer war gestern hier? Mal sehen, ob ihr gestern toppen könnt. Mal sehen, ob wir das können.
Anhang her, ich will am Körper. Dann lang her, dann bin ich vorne. Und das vor meinem, noch was bei meinem Ankam. So lang, dass ich mich kaum erinnern kann. Dadurch jetzt oder nie.
Ich komm hier nur zu, weil ich hier an der Nähe.
schon sehr sicher und ich freu mich, wo wir zu kommen am Ort, wie es kommt, wie es ist. Und ich sag, dass es irgendwie wieder ja muss. Ja, das. Wenn die Pille da mal, wenn mich reden recht kann, ich hör die Stimme am Ohr und ich freu mich nur. Und da ist nichts mehr in den letzten paar Jahren. Dass das mit den Kameras hier ist. Und ich denke an den Mann, der draußen im Ölwagen sitzt. Und wenn wir sagen 30 Jahre BAP, dann ist es auch 25 Jahre für uns Rockpalast. Wir haben 1981 zum ersten Mal in der Markthalle Rockpalast gespielt. 82 am 28. August auf der Lorelei. Diesen sensationellen, das war unfassbar. Wir haben etliche Rockpaläste gespielt. Ich glaube, wir haben die meisten von allen gemacht. Rory Gallagher ist an zweiter Stelle. Der hat den Nachteil, der lebt nicht mehr. Der kann ihn mehr aufholen. Okay? Und bei allen Rockpalästen war draußen am Ü-Wagen unser wirklich sehr guter Freund Christian Wagner. Christian, du hörst ihn auch zu. Ganz viel Küsse für dich. Ganz viele dicke Küsse für dich. Hey! Cut it in 10 seconds.
hier in Kölsch. Pass auf. Ja, okay. Jetzt nochmal. Nochmal, bitte. Blies dort, wo du bist. Nicht blies da. Dort. Checken wir das nochmal. Jetzt mal nur die Herren, ja, bitte, bitte. Genau. Was ist das? Das, was ich jetzt erzähle, miterlebt hat. Es begab sich irgendwann, als es noch die Sporthalle gab, ich hatte das, was wir sogar einen Grummel in der Treut nennen, irgendwie, ich konnte nicht weitersingen bei diesem folgenden Stück. Und es war aber kein Problem, weil diese Menschen in der Sporthalle, ich weiß ja, wie viel das waren, 7.000, 8.000, keine Ahnung, die haben das einfach übernommen und haben weitergesungen. Also ihr, sozusagen, wenn ihr dabei wart. Und zur zweiten Strophe, denke ich, steigst du da mal ein. Blödsinn, es ging weiter. Dritte Strophe auch, ich muss dann irgendwann sagen, Moment, Solo. Und vierte Strophe kam dann auch wieder. Und irgendwann während der letzten Tournee, auch so, man ist ja schon mal Gedanken versunken auf der Bühne, dachte ich, irgendwann könntest du eigentlich auch probieren. Und wir waren natürlich irgendwo, Gott weiß wo, wo man nicht davon ausgehen konnte, dass das klappt. Und es klappte. Das hat jetzt, wir waren ja im Schwarzwald im Trainingslager und dann haben wir in Schwarzwald einen Gig gespielt und dann haben wir einen in Bayern gespielt und wir haben das getestet für gestern und heute, ob das klappen würde. Das hat im Schwarzwald geklappt, das hat in Bayern geklappt, das hat gestern geklappt und ich würde euch vorschlagen, es klappt heute auch.
Okay, ich gebe Stichwort und ihr macht dann. Okay? Okay. We'll be right back.
Nacht, weil ich Erinnerungen ziehe. Ich rede den Namen italienischen Frau, ich sehe mich so und auch mit anderen Sprach. Eure Freunde Top-Bosen war ja auch Maschinen. Ja, dann ist er nie dazwischen. Die Hunde Platte machen schlechte Wissen. Ich kokettiere. Weil ich natürlich auch nie Glöwe sehe. Der Ding gedacht, ich wäre für blöd verkauft. Wenn der Nachhinein, der hier laut als ankommt, da geht er, hey, da rast, oh ja. Lass die Militärke, wie es bloß durch uns hin. Russland muss rangieren mit Grenzschutzfrag. Für die Russland. Ja, weil ich glaub, das würde auch Osterbrüllen. Am nächsten Morgen an den staunenden Blick, ganz so, als ob ich dir vom Mond die schickte. Doppelhänger vor mir selbst. Der Moment am neuen Wiedergraben, zwischen uns und auf dem Masten und Schade. Hey! Und der einzige von dem habe ich hier sechs. Und der andere, wo ich immer noch sitz. Einer deinen Zeitmaschinen, du holst und sie sieht. Wie ihr doch noch nicht nach hinten geht. Was das doch für die sich quer, zu restlos allem, was von ihm erwartet. Ich bin in der Hunger ohne Fieber, aber ich soll durch jeden Fall verlieren. Voller Mitleid für sie. Und jetzt war ich nicht mehr gesagt. Ich hacke nie damit und nicht zu warten. Hey, war das Job? War das Job? War das Job? War das Job? Moin, sieht der Weg Richtung Syrien? Ey, vergesst er einfach selbst probieren. Ob der Weg erfrischt und wie sie da drauf sind. Wie ich hier in Badach heimwärts. Erwartung erfüllt bis zum Exzess. Weil ich auch nach einer Mann besinnt. Ja, Pille fand mich noch hier Koka. Über Mummer, Schipper, Schwarz, die Odo. Ich hoffe, ich seh dich irgendwo wieder. Oder wenigstens der Platz ist durch. Oder schnell von mir, aber doch noch so schön. Hey! Hey! In meiner Region! Meine Job, meine Job, meine Job. Übrigens, es fühlt sich diesen herrlichen Abend
der wunderbare Moderator, Vortänzer und Vorsänger. Ich weiß nicht, ob Sie schon von ihm gehört haben, Wolfgang Niedecken. Keiner hört so schön reden wie mein Freund Jung. Ich bin übrigens zusammen mit Werner Reinke, den ich auch ganz herzlich begrüße, der beste Witzeerzähler, der jemals über den Morgen war. Jawohl! Von Master of Ceremony, hey, MC Wet. Keyboarder müssen auch mal in Vordergrund. Okay, also wir haben uns irgendwie schon gedacht, wenn das so weitergeht, dann müssen wir noch eins zum Drauflegen haben. Und das Schöne ist natürlich, dass wir die mitarbeitenden Kollegen, die den Lauf des Abends hier vehement mitgestaltet haben, zu diesem Zweck nochmal auf die Bühne holen können. Weil ein bisschen haben wir dann nochmal geübt, damit das noch klappt. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge die jetzt kommen. Ich hoffe, die sind überhaupt irgendwo und hören das hier. Ich würde vorschlagen, zum Beispiel die Anne, ja. Anne Wolf. Renato Otter. Thomas D. Henning Wieland. Und die Flamme der Kultur. Wo ist Gottschalk Candela? Wo sind die alle? Ha! Ey, ey, ey. Wir spielen euch ein Stück, das uns unser großer amerikanischer Freund wirklich geliehen hat. Er hat mich damals eingeladen, mit der Leopardefeld Band zusammen das Video zu spielen. Und seitdem, auch in dieser Halle, hat er mich schon damit überrascht. Immer wieder überrascht er mich kurz vorm Auftritt damit. Hör mal, wie machen wir das denn heute? Welche Strophe singst du denn? Und hier war ich wirklich verblüfft, weil ich nicht daran gedacht habe, dass ich das machen würde. Und ich denke, du Scheiße. Dieses ganze Springsteen-Konzert war für mich am Arsch, weil ich nicht wusste, welche Strophe der jetzt meint, die ich singen soll. Ich habe natürlich keine Texthefte dabei, wo ich nachgucken kann. Okay, seitdem passiert das erfreulicherweise immer wieder. Und jedes Mal falle ich drauf rein. Jedes Mal denke ich, diesmal wird es nicht sein. Im vergangenen Sommer hat er in Berlin alleine gespielt. Hey, nach dem Soundcheck als Sklave ein bisschen unterhalten und irgendwann kurz bevor es auf die Bühne ging, gesagt, hör mal, wie machen wir das denn heute? Das können wir ja unplugged nicht in Cis spielen. Dann muss man irgendwie ein bisschen runter, damit der Chorgesang funktioniert. Machen wir das doch so. Okay. Und so machen wir das jetzt auch, nur es sind mehr als zwei Leute auf der Bühne, wie ich gerade feststelle. Wir machen das einfach jetzt so.
in Baltimore, Jack. I went out for a ride and I never went back. Like a river that don't know where it's flowing, I took a wrong turn. Well, I just kept going, 'cause everybody's got a hungry heart. Everybody's got a hungry heart. Lay down your money and we'll play your part. Everybody's got a hungry heart. Thank you. We fell in love, I knew it had to end, yeah. We took what we had and we ripped it apart. Now a American, a Kingston again, I'm singing. Everybody's got a hungry heart. Everybody's got a hungry heart. In a discotheek, spät abends irgendwann an einem Wochenende. Und wer ihr Liebe ob der erste Blick, geht wie bei dir der Dübel selber schick. Everybody's got a hungry heart. Vielen Dank, Bob! Vielen Dank!
Dank, Thomas D. Vielen Dank, Henning. Köln, Dankeschön. Ob wir das in der Masse vorbereitet haben, was jetzt kommen soll. Haben wir das? Gib mal Stichworte schnell, gib mal Stichwort. Also, normalerweise ist das so, wenn ich am Schluss etwas Bestimmtes sage, dann sagt die Band etwas anderes Bestimmtes und dann ist definitiv Schluss. Ich glaube, das haben wir nicht überall durchkommuniziert. Könnt ihr das mal gerade durchkommunizieren? Ich laber noch ein bisschen. Okay, wisst ihr alle Bescheid? Alle wissen Bescheid, hervorragend. Also ich sage jetzt, Martin Jod. Bis demnächst. Bis demnächst. Oh. Ey, war das nicht herrlich? Hör mal, hör mal. Das war höchste Inszenierungsstufe, oder? Ey, mach da doch aus, du. Das war schön. Tschüss. Mach noch mal Lärm für Bob. Come on.